Herzlich willkommen zurück. Wir präsentieren jetzt The Loving Ones, Memorial to a Life Spent Together, die Liebe und der Tod. Am heutigen Nachmittag geht es um das Thema Story Living, Geschichten über Leben, Liebe und Tod. Und dieses Projekt ist ein wahnsinnig tolles Beispiel dafür, eine sehr intime, private Geschichte, die einen mutigen Umgang mit der tödlichen Krankheit Krebs erzählt und die Liebe eines Paares wird hier spürbar. Wir begrüßen sehr herzlich Manuel Zimmer und Tim Deussen, die dieses Projekt realisiert haben. Und der Ausgangspunkt war, dass Biljana, die Frau von Manuel, eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und ihr beide habt euch entschlossen, damit aktiv umzugehen. Und das finde ich, allein das ist schon sehr mutig, weil die meisten Leute reden ja über dieses Thema eigentlich gar nicht und auch im Bekanntenkreis schon nicht. Und dann das ganze Thema öffentlich zu machen, finde ich, ist ein ganz großartiger Schritt. Und wir haben ja gesagt, wir wollen zeigen, wie XR-Technologien helfen, eben solche Geschichten, solche ganz persönlichen, intimen Geschichten neu zu erzählen, auf eine Weise zu erzählen, wie eben normale klassische Medien es nicht können. Und auch dafür ist dieses Projekt ein großartiges Beispiel, denn ihr habt angefangen mit der Idee, einen Dokumentarfilm zu machen, habt eine Fotoserie gemacht und habt euch dann anhand von Augmented Reality bis hin zu Virtual Reality weiterentwickelt und habt jeweils ja, die Möglichkeiten, die diese Medien bieten, genutzt, um neue Aspekte deutlich zu machen. Aber das erzählt ihr uns besser gleich selber, bevor ich jetzt hier versuche, das alles schon vorwegzunehmen. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide da seid. Manuel Zimmer, eben Kameramann, Dokumentarfilmer und Tim Deussen, ein Fotograf und XR-Creator, beide aus Berlin, jetzt hier bei uns ganz herzlich willkommen und wir zeigen jetzt erstmal ein kleines Video. Там ясь, покажи цирните очи, сакам да ги видам ясь. Море момче, бре будало, убаво я банджиче. Море момче, бре будало, da lima na ovoj beli svet pobavo devojče odmah je dojče. So, vielen Dank für diese Filmeinspielung. Ich würde vorschlagen, dass Manuel jetzt uns ein bisschen den Hintergrund erläutert nochmal zu diesem Projekt. Ja, sehr gerne. Also wie ja schon erzählt wurde, Biljana war an Krebs erkrankt. Wir sind beide Filmemacher, wir haben gemeinsam an vielen Filmen gearbeitet und an einem gewissen Punkt war natürlich das Thema Krebs so wichtig und existenziell, dass Biljana sich auch entschlossen hat, damit sehr offensiv umzugehen und sie halt auch gesagt hat, man muss der Angst in die Augen gucken, um sie auszuhalten. Und sie hat sich sozusagen zum Motto genommen, nur die Wunden, die gezeigt werden, können geheilt werden. Und so hat sie sich immer mehr damit beschäftigt, eigentlich gerne diese Krankheit und ihre Geschichte auch in einem eigenen Film zu verarbeiten. Das war ihr Wunsch. Aber es war natürlich sehr schwierig, einerseits, weil sie sehr krank war und weil das auch keine einfache Aufgabe ist. Und als dann irgendwann der Punkt war, als die Ärzte gesagt haben, sozusagen dem Motto, jetzt schieben Sie mal nichts mehr auf, ist uns eingefallen, dass wir am Beginn unserer Beziehung, als wir uns frisch kennengelernt hatten, vor über 12 Jahre vorher,
wir mal eine Fotosession gemacht haben bei einem befreundeten Künstler. Da haben wir uns da gedacht, da waren wir jung, gut aussehend, sexy und haben uns so ein bisschen halbnackt vor der Kamera ausgezogen. Und diese Fotos haben wir aber lange Zeit gar nicht gesehen. Und dann habe ich die eben habe ich die organisiert, wir haben uns die angeguckt und haben beide gesagt, das machen wir jetzt einfach nochmal. Wir sind Dokumentarfilmer, wir wollen sozusagen das Leben zeigen, wie es ist. Und zu der Liebe vom Anfang gehört eben auch das Ende, wo man auch sieht, wie krank man ist oder wie man älter wird und wie einfach, wie das Leben halt aussieht. Und mit dieser Idee sind wir dann zu Tim Deussen gekommen und haben bei ihm im Studio diese Fotosession gemacht, die zweite, in der halt sehr ehrliche, teilweise auch harte, aber sehr schöne Bilder entstanden sind und die für uns auch ein unglaublich schöner Moment waren. Also es war nichts geplant, wir haben uns einfach vor die Kamera gestellt und haben einfach geguckt, was passiert. Und daraus sind eben diese Fotos entstanden. Und Biljana meinte dann immer noch, sie würde sich sehr freuen, wenn sie die Veröffentlichung noch miterleben könnte. Und sie ist 2 Monate später gestorben. Also da in der Zeit war natürlich gar nichts damit zu machen. Und insofern war das natürlich eine Aufgabe für mich, da irgendwas draus zu machen. Und und die Idee von ihr gab es sozusagen auf Papier. Es gab Vorstellungen davon, wie es aussehen könnte. Es sollte halt ein Film werden, ein sehr essayistischer, künstlerischer Film, ohne Text und Worte, in der verschiedene Stationen halt von dieser Krankheit gezeigt werden. Sie hatte selber ab und zu mal ein paar Stationen selber gedreht, also sie hat selber die Kamera im Krankenhaus in die Hand genommen und hat gedreht, wie sie auf dem Bett durchs Krankenhaus fährt. Oder sie hat gedreht, wie sie zusammen mit anderen Frauen an einem Tanzkurs teilnimmt. Das war ein Tanzkurs gegen das Fatigue-Syndrom, also gegen so Depressionen nach der Chemotherapie. Insofern gab es viele Fragmente. Und ich selber habe auch gedreht. Es hat mir manchmal auch wirklich geholfen, in so schwierigen Situationen dann einfach sich eine Kamera, also ich habe das Handy benutzt, ich habe da jetzt nicht keine große Technik, sondern einfach mal eine Kamera benutzt. Und habe auch Stationen gefilmt und zum Schluss sozusagen mit dem ganzen Material war halt die Frage, was mache ich jetzt damit? Weil ein Film zu drehen, wie sie ihn sich vorgestellt hätte, das ging natürlich nicht. Ich kann nicht ihren Film realisieren. Und dann habe ich mit Tim haben wir überlegt, was können wir machen? Und er erzählte mir von dieser Augmented Reality Möglichkeit. Und das war perfekt, weil wir haben viele kleine Fragmente aus einer langen Geschichte, also Beginn mit der Liebe, über Geburt, über Beginn der Krankheit bis zum Tod. Und diese Fragmente zusammenzuführen war eben, haben wir jetzt anhand, wir haben 12 Fotos ausgesucht aus dieser zweiten Fotosession und zu jedem Foto eine Geschichte, sodass wenn man durch die Ausstellung läuft, man eben von Anfang, also wie eine kleine Dramaturgie, wie ein Bogen, durch eine Geschichte geführt wird. Und dort können alle diese Fragmente eben auftauchen. Und für mich war es das perfekte Medium, um damit mit diesem Material sozusagen so umzugehen. Bis hierhin erstmal. Ja, Tim, vielleicht magst du jetzt auch ein bisschen aus deiner Sicht sagen, welche Technologien du an welchem Punkt warum vorgeschlagen hast. Ja, also erstmal im grundsätzlich ist es ja so, dass Manuel und Biljana und Jovan, der sozusagen befreundete Künstler von uns, der das letztendlich den Kontakt dann auch gemacht hat und der auch diese ersten Fotos damals vor 12 Jahren gemacht hat oder vor 15 Jahren, sie sind ja dann quasi in mein Studio gekommen und das war für mich schon an sich sozusagen mit dem Medium Fotografie damit umzugehen und jemanden zu haben, der das Vertrauen hat und sagt, so, wir machen jetzt hier, das ist unsere Situation und wir möchten gerne diese Fotos mit dir machen. Das war für mich schon ein sehr intensiver Moment und ein sehr intensives Zusammensein und auch eigentlich eine sehr wichtige Sache, weil man ja doch, wie du das eben auch sagtest, Silke, sozusagen die Fragilität sozusagen, wenn man in so einer Situation ist, dieses Persönliche, was man oft nicht zeigt, aber was tatsächlich Teil des Lebens ist. Also dabei zu sein und das dann zu versuchen, irgendwo mit einem Foto festzuhalten, vielleicht auch eine Atmosphäre zu machen, wo genug Vertrauen da ist, dass man auch sich öffnen kann und das zeigen kann. Und das haben wir dort gemacht, als wir die Fotos gemacht haben.
als Manuel dann hinterher sozusagen, wo das Ganze ja seinen Weg gegangen ist und wir haben uns dann irgendwann wieder getroffen und er erzählte mir davon, dass sie das Material haben, halt diese einzelnen Filmaufnahmen. Und ich wusste natürlich auch, dass das Biljana diese Intention hatte, das zu einem Kunstwerk zu verarbeiten. Und deswegen haben wir ja auch ursprünglich die Fotos zu machen. Und ich glaube, Biljana hat da eigentlich irgendwo auch wirklich eine, nicht nur großen Mut, aber auch eine künstlerische Vision gehabt, die sie in ihren ganzen Arbeiten hatte. Und dann zu versuchen, das irgendwo weiter mit uns zu setzen. Dafür bietet sich das natürlich an, wenn man mit Augmented Reality arbeitet, weil man dadurch, dass man die Fotos hat und dort kurze Videosegmente, kurze Fragmente mit draufbringt, kann man natürlich auf der einen Seite tatsächlich eine Geschichte erzählen. Und Manuel ist dann ins Studio gekommen. Wir haben mehrere Sessions zusammen gemacht, wo er eigentlich die Fotos arrangiert hat, wo er die kleinen Clips auch geschnitten hat, so dass das Ganze erzählerisch eigentlich auch funktioniert als Augmented Reality Experience. Und das war erstmal sehr wichtig und auch eine sehr schöne Erfahrung, weil sozusagen, sagen wir mal, der filmische und dokumentarische Hintergrund von Manuel da eigentlich sehr stark mit reingespielt hat und auch wirklich dazu beigetragen hat, dass das funktioniert dann als Ausstellung. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass irgendwo ein ganz neues Medium entsteht, wenn man sozusagen die Fotografie, die auf dem Moment beruht, plötzlich verbindet mit Videomaterial, was ein Zeitfluss ist. Also normalerweise sieht man nicht, was außerhalb vom Rahmen passiert, vom Bilderrahmen. Und hier sieht man plötzlich sozusagen einen Zeitraum, der sich über mehrere Jahre spannt, in Bildern, die innerhalb von einigen Stunden entstanden sind. Und das ist auch quasi eine neue Dimension, die reinkommt, wenn man in der Weise arbeitet. Und die dritte Sache sind halt natürlich diese eigentlichen, das Thema, um das es geht. Und ich glaube, die ganze Technologie und alles, was es so gibt, ist in Wirklichkeit unbedeutend, wenn man nicht mutige Leute hat, wie Biljana und Manuel, die auch diese Themen da reingeben. Darum geht es dann letztendlich, ne, dass man irgendwo darüber leben, also reden kann, was eigentlich Leben ist und was das Leben bedeutet. Und das sagte Manuel eigentlich an einer Stelle ganz interessant, weil Manuel, du sagtest sozusagen, wie du diese Erfahrung siehst eigentlich zwischen dem, was quasi es bedeutet mit der Situation, mit diesem Tod, der näher kommt, umzugehen und eine Ausstellung wie dieser, die man dann betrachtet. Also es gab ja, wir haben ja die Bilder, die wir gerade gesehen haben, war ja sozusagen die Premiere der Ausstellung in Skopje, also in Biljanas Heimatort. Und die Reaktion, was mir dann hinterher so klar geworden ist, was eigentlich, also warum das auch so gut passt, ist, dass ja, also die wirkliche Situation ist, du kriegst eine Diagnose von Krebs, die springt dich an, gegen die kannst du dich gar nicht wehren, die ist offensiv und du musst dich damit auseinandersetzen. Und es gab eine Reaktion bei der Galerie, also bei der Vernissage, dass Leute auch gesagt haben, man steht vor diesen Bildern und hat ja ein Tablet in der Hand und guckt und dann springt ein sozusagen die Geschichte an, dem kann man sich gar nicht entziehen. Es gibt keinen Filter zwischen dem Betrachter und den Fotos an der Wand, sondern man wird sozusagen reingesaugt. Man wird damit komplett konfrontiert, ja, mit diesem Thema. Und so ist das ja uns auch gegangen. Und so geht es dem Zuschauer auch. Und das finde ich, also da ist so eine Affinität zwischen der Geschichte und dem Medium auf einmal entstanden, die ich total treffend finde und einfach gut passt. Man kann sich dem schwer, also man muss sich darauf einlassen. Man kann nicht dran vorbeilaufen. Also man ist Teil der Geschichte, indem man durch die bewegten Bilder und die Interviews und Töne und andere Fotos sozusagen mit reingezogen wird. Ja, und man kann das vielleicht an der Stelle tatsächlich dann auch noch einen Schritt weiter erzählen, weil wir haben ja dann nochmal die Entscheidung genommen, das tatsächlich noch in ein drittes Medium zu übertragen, in eine Virtual Reality Version. Und das hatte natürlich mit einer anderen Katastrophe zu tun, die uns alle betrifft, nämlich mit dem Eintreffen von Covid und plötzlich einer weltweiten Epidemie, die alles außer Kraft setzt und die lebensbedrohlich ist für viele Leute. Das führt aber auch dazu, wir wollten eigentlich diese Augmented Reality Ausstellung bei Laval virtuell zeigen. Das wurde dann gecancelt, das Festival. Und wir haben überlegt, wie können wir das jetzt in der Virtual Reality Version reinnehmen, wo man nicht unbedingt sozusagen die reale Ausstellung braucht. Und das war sozusagen ein Grund, eine Virtual Reality Version daraus zu machen aus diesem Projekt. Und die bringt aber dann nochmal ein anderes Element mit rein. Also
für mich persönlich ist sozusagen die Geschichte, die wir dann mit Virtual Reality erzählen, ist natürlich dieselbe Geschichte, aber dadurch, dass man sich in diesem Tunnel befindet und durch diese Erinnerungen im Prinzip durchgeht und diese Erinnerungen erlebt, kriegt das eigentlich noch eine metaphysische Ebene. Also es zeigt eigentlich, auf der einen Seite geht man tiefer rein in die persönliche Geschichte, weil nichts anderes um einen herum ist, außer diese Geschichte. Auf der anderen Seite gibt es einem natürlich die Möglichkeit, auch über das eigene Leben zu reflektieren, was letztendlich sozusagen den Weg, den man da selber beschreitet und die Erinnerungen, die man mitnimmt, wenn man auf diesem Weg ist und was eigentlich passiert. Und das ist auch eine große Geschichte des Zusammenseins, weil Manuel und Biljana natürlich da zusammen waren während dieser ganzen Zeit und das auch gemeinsam erlebt haben und mitgenommen haben. Und diese kleinen Erinnerungsinseln, die sich da ergeben, und das ist etwas, was natürlich jeder im Leben hat. Also welche Erinnerungen sammelt man eigentlich, während man auf einem Weg ist? Das sind so Gedanken, die da mit reinkommen, wenn man dann an so einer VR-Version arbeitet und darüber nachdenkt. Ja. Also mich hat es auch sehr beeindruckt, diese VR-Version, die ihr da erstellt habt, weil man eben zum einen durch die Videos gesehen hat, also die verschiedenen Geschichten gesehen hat und dann durch die Verbindung mit diesen Tunneln, die auf und ab gehen, auch sehr gut nachvollziehen konnte, wie die Gefühlsschwankungen sind, dass man eben einerseits die Liebe spürt, was sehr schön ist, und andererseits aber dann eben mit der Krankheit konfrontiert ist, die man ja nicht los wird und die einen dann auch bedrückt. Und ich finde, dass auf eine unglaublich berührende Weise euch das hier gelungen ist, eben diese, mit dieser Krankheit umzugehen und zu zeigen, was da eigentlich passiert. Und schade ist es, dass wir es jetzt nicht sehen können hier, dass wir Corona-bedingt eben unser Lab nicht öffnen durften, um das zur Verfügung zu stellen. Aber wir hoffen sehr, dass wir es nachholen können, sobald es wieder möglich ist. Ja, das würde mich auch freuen. Manuel, ich fand das auch sehr schön, was du eben sagtest, über das Dokumentarische an sich sozusagen, eigentlich das Leben wahrzunehmen und zu zeigen, wie es ist. Wie ist das für dich eigentlich, wenn du dann jetzt mit so einem Virtual Reality Medium, du hast ja auch beides erlebt und beides dir angesehen, nimmst du die unterschiedlich wahr, diese beiden sozusagen Augmented Reality oder Virtual Reality? Wie siehst du das eigentlich als sozusagen, was siehst du? Siehst du da auch eine Möglichkeit, mit dem Dokumentarischen zu arbeiten? Also es ist irgendwo eine Mischung zwischen Fiktion und Dokumentation. Was ist das für dich? Ich finde es auf jeden Fall spannend. Also ich meine, da gebe ich den Ball wieder zurück. Wie du gesagt hast, das Medium an sich ist eigentlich nicht so wichtig. So wichtig sind die Geschichten da drin. Ja. Ich komme natürlich aus dem Dokumentarfilm. Sicherlich ist es für mich sehr ungewohnt, in einem virtuellen Raum rumzulaufen und da was zu entdecken. So, da muss man sich auch erstmal ein bisschen so dran gewöhnen, das zu machen. Aber ich finde, wenn man schon so die Medien hat, dann geht es ja immer darum, was erzähle ich denn eigentlich? Ja, und worum geht's? Und ich weiß, als ich Biljana mal damals meinen Vater vorgestellt habe und er gefragt hat, ja, welche Geschichten erzählst du denn so? Ja, also was sind denn deine Themen? Und sie sagte, sie hat Dramaturgie studiert, sie war eine ausgebildete Dramaturgin und sagte, ja, es ist Liebe und Tod. Und eigentlich kann man alle Geschichten auf Liebe und Tod sozusagen reduzieren. Ja, oder nicht, also steckt überall mit drin. Und wenn es ein neues Medium gibt, in dem ich mich damit neu vielleicht beschäftigen kann, oder wie gesagt, also wenn dieser Raum mich einfängt oder mich einschließt und ich sozusagen statt einem Kinosaal habe ich jetzt einen virtuellen Raum, in dem ich mich bewege, dann unterstützt das ja vielleicht die Geschichte. Ja, das war jetzt schon ein sehr schönes Schlusswort. Unsere Zeit ist nämlich schon fast vorbei. Wir haben jetzt noch einen kleinen Einblick in eure VR-Arbeit und zeigen die jetzt noch zum Abschluss. Und ich danke euch schon mal sehr herzlich dafür, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, es vorstellen zu dürfen. Also ich habe den Krebs nicht als Krankheit wahrgenommen, sondern als Aufgabe, was ich meinem Leben zu verändern. Devojče, devojče, i tetovsko jabolče. Thank you.
Und jetzt möchte ich zu den Rosen gehen und die riechen.